Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Bwin. Ganz netter Bericht. Aber warum muss diese zappelige Kameraführung eigentlich sein? Soll das besonders modern, hip oder cool wirken? Mich nervt sowas immer. Ist aber nur meine Meinung. Sag mal, bin ich der Einzige, der diese komischen Kameraperspektiven bei Reportagen und Interviews doof findet? Wir nehmen ja Kritik ernst, aber was soll man denn machen bitte, wenn man sieht, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten müssen? Ja gut, ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr. Vorbericht Athen. Es war der 23. Oktober, grandiose Stimmung im Audi Dome. Der FC Bayern bezwingt Panathinaikos Athen am zweiten Spieltag der Euroleague. Der Start in die Hammergruppe C damit geglückt. 5 Wochen später ist die Chance auf das Weiterkommen eher gering. 4 Niederlagen und unglaubliche Verletzungsprobleme haben dem FCBB international zugesetzt. Klar ist auch, noch können es die Münchner in die Top 16-Runde schaffen. Ein Erfolg in Griechenland dafür aber umso wichtiger, da die direkten Konkurrenten um Platz 4, Mailand und Turow, ebenfalls schwierige Auswärtsspiele in Barcelona und Istanbul vor der Brust haben. Panathinaikos Athen liegt mit 4 Siegen und 2 Niederlagen auf Rang 2 der Gruppe, vor allem zu Hause. Die grünen Griechen eine Macht. Turow, Mailand und Fenerbahce Istanbul hatten in Athen bislang nichts zu bestellen. Heiko Schafarczyk und Co. wollen dies jetzt ändern. Er ist wieder fit. Paul Zipser im letzten Spiel gegen Crailsheim. 10 Punkte. 10 Punkte. Trifft sich gut. Das ist richtig blöd. Das war richtig blöd. Wie wär's mit Paul Zipser im letzten Spiel 10 Punkte? Jetzt haben wir 10 kurze. So, er ist wieder fit. Paul Zipser im letzten Spiel gegen Crailsheim. 10 Punkte gemacht. Dann machen wir 10 kurze. Paul, erinnerst du dich an deinen ersten Dank? Ja, das war der knappste Dank, den ich jemals hatte. Dein Lieblingsdonut? Normal Schoko. Stimmt es, dass du alle Pokémons kennst? Die ersten 150. Warum die Nummer 16? Weil ich sie mal tragen musste bei einem Aufstiegsspiel in Heidelberg und das war mein bestes Spiel bisher. Findest du Schuhe in deiner Größe? Selten, aber wenn ich es finde, dann schlage ich zu. Was lernt man beim Basketball fürs Leben? Einiges. Wie hast du es geschafft, die Verletzungen zu überstehen? Also wie motivierst du dich? Ohne mich hätte er es nicht geschafft. Ohne den Marco hätte ich es nie geschafft. Wie schwierig war es, Basketball und Abitur unter einen Hut zu bekommen? Für mich nicht schwierig, für meine Mutter 1000-mal schwieriger. Das Schönste an München? Mein Zuhause. Was hält dich davon ab, abzuheben? Versuche am Boden zu bleiben. Das war's. Herzlichen Dank für diese gelungene Anmoderation. Ich bin beeindruckt. Was soll's? Es gibt Wichtigeres. Anders als gewohnt verläuft die Vorbereitung der Bayern auf die anstehenden Partien gegen Athen und die Telekom Baskets Bonn. Das Wohnzimmer Audi Dome wird für die Jahreshauptversammlung schick gemacht. Die Basketballer trainieren somit eine Woche lang an der Säbener Straße. Die ungewohnte Umgebung ändert nichts. Die Bayern wollen in der Liga den 9. Sieg im 11. Spiel. Gegner mit Bonn der Tabellenachte der Liga. Die Bilanz gegen die Baskets zu Hause bislang makellos. 3-mal die Bonner im Audi Dome zu Gast, 3-mal blieben die Punkte in München. Damit das so bleibt, wird unter der Woche konzentriert gearbeitet. Mit dabei auch Paul Zipser, der in Crailsheim bereits ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat. Die Telekom Baskets wollen ihrerseits den Schwung des letzten Spiels mitnehmen. Beim Sieg über Trier war vor allem Steve Wachalski on fire. 8 von 10 Dreier, 26 Punkte insgesamt. Die Performance von Bonns Power Forward mehr als beeindruckend. In München soll sich dieser Sahnetag freilich nicht wiederholen. Die Bayern also bereit für das Duell am 1. Advent gegen Bonn und dann wird auch das Wohnzimmer Audi Dome in gewohntem Glanz wieder zur Verfügung stehen. Das war's, der neue Episode des Zoom. Tschüss.
Das war's. 9 Episode Resum. Tschüss. Zoom wird Ihnen präsentiert vom Premium-Partner des FC Bayern Basketball. Be Win.